Ziff 6 hier live auf Twitch bei WBs Junger Herde und auf YouTube bei Writing Bull mit dem Kongo, mit Geheimgesellschaften, mit dem Apokalypse-Modus, mit dem Barbaren-Clan-Modus und mit einem durchgemischten Forschungsbaum oder deren zwei. Einmal müssen wir hier noch Einheiten ziehen. Wir gehen mal an Land. Ich will mir hier noch ein bisschen das Hinterland angucken bei Tomyris. Hier unser Streitwagen bedroht ein bisschen die feindliche barbarische Galeere. Und ach, hier ist das wieder nur so. Okay, zerklüftet. Spannend. Bei Mansa Musa könnten wir auch mal bald reingehen. Und wir lernen noch jemanden kennen. Bom dia. É uma honra conhecê-lo pessoalmente. Parece que mentes brilhantes se atraem. Ja, es ist mir eine Ehre, euch persönlich kennenzulernen. Große Geister ziehen sich wohl gegenseitig an. Da meint er wohl euch mit den großen Geistern. Insofern fühlt euch gebauchpinselt und sagt, es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Tauschen wir diplomatische Höflichkeiten aus. Erzählt mir von eurer Hauptstadt, dann beschreibe ich meine. Okay, wir haben uns irgendwo in der Mitte getroffen. Ja, machen das mal. Ich will mal wissen, wo der ist. Der ist hier unten. Hier ist Rio. Wow, schaut mal. Was hat er denn hier alles? Eine Mine. Eine voll ausgerüstete heilige Stätte. Campus, wow, mit einem 10er Wissenschaftsertrag. Ist ja der Hammer. Und... das ist aber nur ein Graslandhügel. Ist er etwa auch ein hermetischer Ordenanhänger? Wahrscheinlich hat er deshalb so einen coolen Campus. Das ist ja krass. Hermetischer Orden. Eulen der Minerva. Lehresänger. Hermetischer Orden. Krass, dass das so unterschiedlich ist. Habe ich auch selten. Aber freut mich. Bankwesen. Bonus haben wir uns angeschaut. Apostel. Ja, wollen wir jetzt einen Apostel uns holen? Ich weiß nicht. Nur wegen dieses einen Missionars, der wird uns schon nicht so doll wehtun. Ist natürlich blöd, weil er unsere Städte mitbekehrt. Aber bis der Apostel da ist, dauert das noch. Geh weg! Der hier oben müssen wir wahrscheinlich gleich reparieren. Kann da schon mal hingehen. Einmal zum Missionar rüber. Wo ist er denn? Da. Geh weg. Hör auf, hier bei uns zu missionieren. Diamanten. Ich kann dir Salz verkaufen. Gunst will ich lieber noch haben, aber was würdest du mir für Salz geben? Ach, das ist ja nichts. Weg. Nichts. Du magst uns auch gleich nicht mehr. Ja, guck, schaut mal. Er haut freiwillig ab. Weil er hier im Pinda bekehren wollte. So ein Schwein. Naja. Aber das werden wir uns natürlich wieder zurückholen. Jetzt haben wir das Amphitheater abgeschlossen. Nochmal einen Blick auf die Lage. Schriftsteller kommen langsam. Das hier wird natürlich lange dauern. Ja, der große Wissenschaftler, also wir mit unserem einen Campus müssen da noch ein bisschen an uns arbeiten, dass wir da eine Chance haben. Was bauen wir als nächstes in dieser Stadt? Hafen oder Unterhaltungskomplex? Der Hafen gäbe plus 2. Der Unterhaltungskomplex gäbe plus 2 für die Kultur, wo wir auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Wir wollen ja auch möglicherweise hier noch ein Wunder bauen. Ich baue uns mal den Hafen. Die Politikkarte ist gerade drin, kostet leider wieder... Es würde 5 Runden dauern, dann würde das Feld sowieso kommen. Was können wir für 5 Runden hier einstellen? Noch ein Handwerker. Den können wir uns auch kaufen. Ein anderes Gebäude. Aktuell sind ja auch gerade Einheiten ganz günstig.
Können wir uns 20 Eisen erhandeln und einfach mal einen Landsknecht uns holen? Hast du 20 Eisen? Hm. Damit haben wir übrigens leider, weil wir den Landsknecht erforscht haben, nicht mehr die Möglichkeit, unsere einzigartige unsere einzigartige Einheit zu bauen. Was sehr schade ist. Also, wenn ich dir das gebe, was willst du dafür haben? Ich gebe dir Salz. Und du gibst mir noch Geld dafür. Ja. Das ist doch ein guter Deal. Ja, da freue ich mich. Da lachen wir beide. Sehr schön. Und jetzt sollten wir doch 5 Runden lang den Landsknecht uns einmal leisten können. Und in 5 Runden... was war in 5 Runden? Warum habe ich das nochmal gesagt in 5 Runden? Ach ja, weil dann das Feld dazugekommen ist. Mhm. Ja, unsere Spezialeinheit kostet weniger Eisen. Es wäre insofern vom Eisen her möglich, aber wir haben schon die nachfolgende Einheit mit dem Landsknecht erforscht und deshalb sagt das Spiel, das darfst du nicht mehr bauen. Also da wird uns auch gar nicht mehr angeboten. Das hat geklappt hier. Offensichtlich ist das eine gute Strategie, einfach mit Landeinheiten immer mal wieder, auf Barbaren zuzuziehen und die dann so zu schocken, dass die dann nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Du kannst mal hier reingehen und ein Schläfchen machen, während wir immer noch mit einer miserablen Grundstärke von 3 auf die Barbaren schießen. Sollten aber auch echt dann vielleicht doch nochmal 1-2 Bogenschützen irgendwie hinterher bauen. So, hier ziehen wir einmal ins Wasser. Kommen wir hier besser durch. Okay, und kommen immer weiter zu Simon. Hier will ich sehen, wie es noch bei ihm weiter aussieht. Aha. Die Barbaren haben wir schon entdeckt. Mehr Wohnraum. Da können wir ja gleich den nächsten Siedler hier kaufen. Müssen den Handwerker hier mal rausziehen. So. Damit haben wir dann den Siedler hier auch für geschafft. Hier kommen jetzt allerdings Speerkämpfer an. Das finde ich nicht gut. Der mag uns auch nicht. Wie kommt er denn überhaupt hier durch? Übers Wasser wahrscheinlich. Er ist auch mit Abstand die stärkste militärische Macht. Aber das liegt ja auch nur daran, weil wir hier noch nichts weiter gebaut haben. Wir könnten einmal eine Runde Militär beim nächsten Wechsel mit reinnehmen. Solange auch noch der Weltkongress läuft, wo es alles günstiger ist, erscheint mir sinnvoll zu sein, dass wir einfach mal in allen Städten irgendwie einen Bogenschützen oder so haben. Bologna gibt es im Spiel und hat gerade Brasilien den Krieg erklärt. Bologna würde ich auch gerne zu unserem Stadtstaat haben wollen. Also wenn Hoffbrunnen schreibt, wenn ich gleich nochmal Eisen für die Spezialeinheit kaufe, dann kann ich sie bauen, die Zap nicht verschwenden. Also wir brauchen, glaube ich, 5 für unsere Einheit. Steht das hier? Da steht es nicht. Ich kann es gerne nochmal ausprobieren. So, ersetzt den Schwertkämpfer, wird zum Landsknecht verbessert und braucht 5 Eisen. Wir können nochmal 5 Eisen erhandeln. Das wird er uns nicht verkaufen. Andere Leute haben kein Eisen. Glaube ich. Nur er hat Eisen, aber alle sind ganz gut mit Salpeter eingedeckt. Da bin ich mal gespannt, wie das bei uns ist. Also er muss noch ein bisschen sammeln, was Eisen angeht. Dann können wir es gerne nochmal ausprobieren. Aber ich habe es auch wirklich in der Liste nicht gesehen.
Ach, ihr singt schon wieder so herrlich. Leute, dass zu so später Stunde noch gesungen wird. Runden, habe ich das richtig gesehen? Können wir hier einen Obelisk kaufen? Das muss auch irgendwie schneller gehen. Da ist der Obelisk. Jetzt sind es nur 3 Runden. Sehr gut. Ja, wir wollen hier gucken gehen bei dir. Der ist auch mitten in der Wüste. Aha, der hat sehr. Der hat hier einen Regierungsplatz mit einer Ahnenhalle hingesetzt, mitten in die Wüste. Okay. Einmal hier rüber gucken. Und einmal hier hinziehen. Gibt es Kriege in der Welt? Ja. Er hat Krieg mit Brasilien. Brasilien hat Krieg mit Mansa Musa. Okay. Die anderen haben offensichtlich alle keinen Krieg. Hm. Hier sind auch brasilianische schwer angeschlagene Einheiten, die hier irgendwie durch die Gegend ziehen. Hier ist unser Siedler. Speerkämpfer will da irgendwie das alles bewachen. Gefällt mir nicht. Geh weg. Der will auch direkt auf Landsknecht verbessern. Aber vielleicht funktioniert das, wenn wir 5 Eisen haben. Nochmal eine Runde weiter. Das sollte gehen. Hier bauen wir einen Landsknecht. Uni Hafen. Stadtmauer. Stadtmauer werden wir wahrscheinlich auch gleich hier als erstes bauen wollen. Brasilien eine Delegation schicken? Ja, aber er mag uns gleich eh nicht mehr. Der ist ja hermetischer Orden. Das hatten wir versucht bei Thymyris. Da hatten wir eine schöne Delegation gesendet. Die hat uns in der nächsten Runde schon denunziert. Oh, schaut mal, Chinguetti entdeckt. Oh. Und noch keiner ist da vor Ort? Keiner. Das ist cool für uns. Internationale inländische Handelswege biegen ein Glauben pro Anhänger. Oh, damit können wir unseren Glaubensertrag super erhöhen. Das ist ja ein cooler Stadtstaat. Dann wollen wir viele inländische Handelswege haben, viele Bürger in der Stadt haben. Wir wollen noch mehr Missionare bauen, Inquisitoren haben. Was wollen die haben? Einen Renner. Das kriegen wir auch hin. Also wir, der Chat wünscht sich eine Delegation. Ich versuche es mal. Sie freuen sich auch. Mal sehen. Vielleicht bringt das was. Was sagt er denn hier? Wir haben eine Delegation gesendet. Freundschaftstreffen. Freundschaft mit einem Feind. Und er hat noch nicht so ganz herausgefunden, dass wir einer anderen Geheimgesellschaft anhören. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt langfristig gut war. Oh, hier so nah dran an der Stadt noch ein Stammesdorf. Bitte, 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 bitte. Ja, ich wollte Glauben haben, aber im Sinne einer Reliquie. Ach, schade. Gesandte. 2 Gesandte. Aber wir wollen nie... Ich glaube, wir müssen uns bald mal Armani holen. Ich glaube, mit Armani können wir ein bisschen was reißen. Wann kommt das Stadtfeld da hinzu? In 2 Runden. Holen wir uns noch mehr leckere Gewürze. Hier kommen wir nicht weiter. Er wird ja wohl nicht mit Preslav uns den Krieg erklären wollen, ne? Was wollen die? Einen großen Schriftsteller. Das sollten wir auch in absehbarer Zeit schaffen. Momentan 5 pro Runde. Jetzt ziehen wir mal ran. Oh, ein beeindruckend. Hier ein Aquädukt. Okay. Können wir hier mal gucken gehen? Nein, die Stadt ist schon... Schwer unter Druck. Ein Schwertkämpfer verteidigt sie gegen einen schweren Streitwagen. Mansa Musa, können wir dir was Gutes tun? Gold hast du eigentlich genug. Was hältst du denn von beidseitig offenen Grenzen? Gibst du uns noch ein bisschen Gold dafür?
Ja, so ein bisschen. Danke. Unter Freunden kann man das ja machen. Wir wollen hier mal gucken gehen, wie es dir so geht. Wasser, Wasser ringsumher und doch kein Tropfen zu trinken. Noch ein Naturwunder. Das ist, glaube ich, das dritte und letzte der Karte. Unsere KI ist mit Naturwundern gesegnet. Terrakotta-Armee. Genghis Khan Terrakotta-Armee abgeschlossen. Ich dachte, die wäre schon gebaut worden. Das war die Zeus-Statue. Oh, der wird ja immer mächtiger jetzt. Hat jede Einheit von denen eine Beförderung bekommen. Hier gibt es Minakshi-Tempel. Ja, der wird sehr stark hier oben. Hat nicht wirklich einen Gegenspieler, wo er das auslassen kann. Wir gehen mal hier zurück. Ist das hier das Ende? Das Ende hier von diesem. Ist das eigentlich alles immer noch unser Kontinent? Das ist alles noch Sibirien. Einmal weiterschauen gehen an diesem Red-Bar-See. Was bringt da eigentlich? Bietet kein Süßwasser. Haben trotzdem eine Stadt dran gesiedelt. Und zwei Kultur, ja gut. Ein paar coole Geländeerträge kann man gerne mitnehmen, insbesondere hier für heilige Stätten. Okay. Da hat er eine Synagoge draufgesetzt. Okay. Und da sind die Plantagen. Ja, die sind jetzt toll. Können als nächstes hier roden für die heilige Stätte hier schon mal. Scheint mir sinnvoll. Einmal bei Simon weitergucken. Schaut mal hier oben. Was bauen die hier? Kilwa Kisivani. Oh, auch ein tolles Naturwunder, Weltwunder. Wir wollen Freundschaft schließen. Komm. Auch wenn du hermetischer Orden bist, aber ja, deine verrückten Professoren können uns durchaus helfen. Vielleicht ist ja ein Dr. Faustus bei dir mit drin zur Erwachung der großen Mutter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier alles durcheinander bringe. Aber ich denke mal, es ergibt schon Sinn. Die große Mutter kann erwachen bei uns. Mit unseren Kultisten. Ja, und wir empfangen auch gerne eure Delegation. Ja, danke. Was gibt's denn? Sagt uns gar nicht, was er da mitgebracht hat. Das ist ja erstaunlich. Anschan gibt es auch im Krieg. Oh. Architekten sollten genauso wenig in Städten leben wie Kunstmaler. Sendet sie aus in unsere Hügel und lasst sie dort studieren, was die Natur unter einem Stützpfeiler versteht und was ein Dom für sie ist. Eine So. gute Marine ist keine Anstiftung zum Krieg. Es ist die sicherste Garantie für Frieden. Also, jetzt können wir hier oben mal Staudamm bauen. Was machen wir? Was ist uns wichtiger? Dieses Vierer-Nahrungsfeld zu schützen und zu hegen? Oder einen weiteren Nachbarschaftsbonus für die Stadt, der ja verdoppelt wird. Das wäre dann also eine achte heilige Stätte. Also ich tendiere, diese vier Nahrung hier einfach mitzunehmen. Es ist einfach ein cooles Geländefeld. Und deshalb würde ich mal von hier 6 Runden. 6 Runden kann ich nicht warten. Schon wieder Gold ausgegeben. Und da mal den Staudamm platzieren drauf. So. Und dann kommen wir jetzt frohen Mutes die Militärtechnik. Uns holen 5 Runden. Das Aquädukt dauert eh 15 Runden, also das ja, hat sich damit erledigt. Dann hier als nächstes Feudalismus, sehr gerne. Gesandten schicken. Ja, auch gerne, aber erst die richtige Politikkarte rein. Nämlich bei der Diplomatie nehmen wir die Diplomatenliga. Das bleibt noch drin, das bauen wir beides.
Hier unten Stadtplanung plus eine Produktion. Also wir könnten 5 mehr an Wissenschaft bekommen. Das ist weniger als 10%. Das mache ich mal nicht. Ich lasse mal noch diesen einen Produktionspunkt für die kleinen Städte da. So. Und dann, ach so, dann hier oben. Danke für die Erinnerung. Wollen wir natürlich noch ein Industriegebiet platzieren. Das brauchen, können wir aber noch nicht machen. Das können wir noch nicht machen, weil wir noch nicht genügend Bürger haben. Da brauchen wir noch 8 Runden. Dann ziehen wir nochmal was vor. Dann bauen wir mal an den Bogen, also hier an den dran. In einer Runde Landsknecht. Wir wollten ja auch noch Einheiten bauen. So viele Sachen, die wir noch machen möchten. So viele Sachen. Hier ist Kriegspartei Nummer 2. Ah, die sind hier echt... Oh, die streiten sich um dieses Naturwunder. Jetzt verstehe ich das. Okay. Da sind auch die Seher. Oh Gott. Ich sehe. Antananarivo auch entdeckt. Auch ein cooler Stadtstaat. Oh, jetzt wird es ja richtig interessant. Also wir wollen hier auf jeden Fall einen hinsetzen. Wir wollen auch hier einen hinsetzen. Was gibt es hier für eine Quest? Industriegebiet bauen wir. Renner können wir auch hinbekommen. Einen haben wir noch. Dann würde ich hier tatsächlich uns Cinguetti holen. Für den Suzerain-Bonus. Einen Handelsweg haben wir, der wird auch direkt boosten. Außerdem bringen alle unsere Tempel und Konsulate nochmal 2 Glauben mehr. Sollte uns auch hier oben einen kleinen Bonus bieten bei Gold, Wissenschaft und Kultur. Mal gucken. Wir nehmen mal das, Leute. Hat geklappt. Und gleich ganz viele Zeitalterpunkte. Was ist passiert? Die erste Weltumsegelung der Geschichte haben wir geschafft. Und erster Suzerän für Cinguetti Karte weiter aufgedeckt. Sehr cool. Und hier oben hat es tatsächlich auch was gebracht. Siedler zieht mal hier weiter vor. Direkt an den mongolischen Speerkämpfer. Aber die wollen nichts tun. Da bin ich mir sicher. Cinguetti, hier haben wir Hunza entdeckt. Ach, gleich noch einen neuen Stadtstaat entdeckt. Hunza macht was? Gehört Simon. Hanswege generieren 5 Gold für je... Ne, 1 Gold für je 5 Geländefelder, die sie überqueren. Oh, kann man auch mitnehmen. Muss man aber viel investieren. Und Antananarivo gibt uns viel Kultur für... große Persönlichkeiten. Also mit anderen Worten, wir brauchen Armani und wir brauchen... Wir brauchen mehr Gesandte. Gesandte wollen wir maximieren. Ich meine, dafür haben wir ja schon richtigerweise 50% mehr Einflusspunkte hier drin. Wie kriegen wir noch mehr Einflusspunkte? Nur durch die Politikkarte und durch das Diplomatenviertel. Das Diplomatenviertel sollten wir vielleicht zeitnah bauen. Vielleicht hier sogar. Das muss ja sollte angrenzend an ein Stadtzentrum gebaut werden. Dann bekommt man nochmal einen Gesandten dazu. Ja, wär cool. Hier haben wir jetzt noch eine Ladung übrig. Da kannst du erstmal schlafen gehen. Reyna ist jetzt hier da. Sollte uns jetzt auch mehr Gold geben. Da sehen wir hier überall diese plus 2 Gold. Schön. Antananarivo, Hunza getroffen. Das haben wir uns angeschaut. Ganz viele neue Stammesdörfer. Markieren wir uns mal. Da könnten überall Relikte drin sein, Reliquien. Da sollten wir da mal jemanden hinschicken. Vielleicht einen Handwerker.
Ach, hier oben ist noch eins. Oh, da lohnt sich das ja doppelt. Bei Cinguetti. Okay, und das ist die Karte. Ah ja, hier sind sie durch die Gegend gefahren. Okay, ich verstehe. Hier ist die Hauptstadt. Okay. Eine Runde weiter. Die wollen nur spielen hier. Ihr wollt uns bestimmt nicht überfallen. Oh Gott, ich dachte, jetzt kommt die Kriegserklärung. Oh, mein Herz, Leute. Mann, Mann, Mann. An euch sehe ich das Zeichen des Bösen. Ja, aber wir sind doch Freunde. So. Der zieht tatsächlich weg. Dann können wir hier auf unser Stadtfeld ziehen. Ah ja, hier wird dafür gesorgt, dass der Vulkan regelmäßig ausbricht. Ich verstehe. Landknecht ist da. Abgeschlossen. Wir schicken den mal hier rüber. Also ich glaube, ja, die könnten natürlich auch von hier oben kommen. Vielleicht sollten wir hier ein Lager draufsetzen. Können sie ja mal markieren. Falls die von hier oben kommen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube eher, dass die, wenn dann hier über die Küste hier rüberkommen oder hier rüberziehen. Man muss auf alles vorbereitet sein. So, jetzt ist das Geländefeld auch da. Jetzt wollen wir den Hafen setzen. 8 Runden. Und hier haben wir jetzt den Tempel gebaut. Können also Apostel uns auch holen. Sollten aber vielleicht erstmal einen Missionar hier hinschicken zu dieser Stadt. Und jetzt wollten wir, glaube ich, Chichen Itza bauen, oder? Blöderweise würden wir dabei das Bananenfeld kaputt machen, würden wir neben dem Theaterplatz bauen wollen. Ja. So richtig, dass wir einen Theaterplatz daneben ansetzen können nochmal, ist irgendwie... Da haben wir uns verplant. Das Waldgeländefeld wollen wir nicht entfernen, weil das in Summe hier beides einen Nachbarschaftsbonus gibt. Ja, das ist ja vertrackt. Möglicherweise schnappen wir uns mal Preslav irgendwann. Dann könnten wir hier einen Theaterplatz nebensetzen. Zweiten... Ja, ach, das ist doch doof. Ich sehe kein wirklich cooles Feld, wo wir dann direkt daneben Theaterplatz hinsetzen könnten. Das ist schade, da verschenken wir zwei Nachbarschaftsbonus. Ich finde die Bananen cool, ja. Ich finde die echt cool. 30 Runden. Ja, entfernen mal die Bananen und die Plantage. Oh, es tut mir in der Seele weh. Aber für zwei Kultur mache ich das. 33 Runden, das ist natürlich der Hammer. Das dauert richtig lange. Können wir das irgendwie fördern? Scheinbar nicht aktuell. Wir können natürlich Sägewerke bauen. Haben wir hier einen Handwerker vor Ort? Wir könnten hier ein Sägewerk bauen. Wir könnten hier schon mal roden. Wir kaufen uns mal hier einen Handwerker. 110 Glauben geht denn drauf. Die Wunderkarte würden wir dann reinnehmen, genau. So, und hier ist unser Speer schon gleich vor Ort. Och, ich glaube, hier komme ich zu spät. Gerade ausgehoben von Hunza. Vor 10 Runden ausgehoben. Ich glaube, 30 Runden hat man die, ne? Ja, hier gehen wir nochmal oben gucken. Mhm.
Kirina. Ja, unser Verständnis von der Welt wird immer besser. So, eine Runde geht noch. Nur noch eine Runde. Dürre. Oh ja, Dürren haben wir auch. Deshalb sollten wir umso mehr gut auf solche Bezirke wie zum Beispiel dem Staudamm setzen. Und ich glaube auch das Aquädukt hilft einem, glaube ich, auch dabei, oder? Gegen Dürren. Ja, verhindert den Verlust von Nahrung bei Dürre. Sehr cool. So, hier ist Stadtmauern abgeschlossen. Vorbildlich. Wir könnten den Kornspeicher hinterher setzen, damit die Stadt weiter wächst. Wir wollen die heilige Stätte hier hinsetzen. Wir könnten jetzt schon mal roden für das Wunder. Da müssten wir aber Gold ausgeben, was wir uns nicht leisten können, um 15% mehr zu bekommen. Das ist aber auch nicht so viel. Wir roden mal ohne Karte. Wir haben vielleicht eine Runde mehr. Da können wir jetzt die heilige Stätte... gleich die heilige Stätte hier bauen und verlieren damit nichts. So. Die haben wir schon mal einen Auftrag gegeben. 22 Runden dauert auch sehr lange, aber nützt ja nichts. Wir wollen auf jeden Fall schnell auch mal den Merkantilismus freischalten, damit wir mal die Dschungelgeländefelder anschließen können. Hier noch eine Stadt gründen. Kommt noch. Dann erstmal hier weiter alles aufdecken. Okay, das war jetzt mäßig spannend. Hier der Speer will hier die... das Stammesdorf sich holen, wenn da gleich keine Einheit draufzieht. Und dann hier unten weiter sammeln. Okay. Dann hier nochmal bei Kirina ein bisschen luschern. Gau haben wir entdeckt. Der hat sich jetzt ja hier breiter ausgebreitet, als ich dachte. Jetzt nochmal Produktion maximieren. Da wir gerade ein Weltwunder dort bauen, ist das sinnvoll. Sagen tatsächlich Weg nochmal wiederholen. Ja. Wir haben, sind doch eigentlich gerade in Cinguetti Suzerain. Was bekommen wir jetzt durch den Handelsweg? Da sollten wir doch eigentlich auch... ja, schaut mal, 5 Glauben bekommen wir dadurch. Weil wir hier 5 Anhänger der Lehresänger haben. Bedeutet, dass wir hier auf jeden Fall das maximieren wollen, dass wir hier noch mehr bekommen. 7 gibt es. Wir wollen hier einen Missionar uns erstmal holen. Der soll diese Stadt dann bekehren und hier auch nochmal... dafür sorgen, dass wir mehr Anhänger bekommen. Hier haben wir schon geguckt. Hier haben wir, sagen wir, okay, ist nur noch der Siedler da. Einen Siedler wollen wir uns noch gönnen. Einen Siedler gönnen. Ich würde vorschlagen, wir warten hier in Kabasa erstmal, bis wir die 10 erreicht haben. Platzieren dann hier schon mal einen Theaterplatz für Kabasa. Ja. Und das kann dann hier dem Hafen und der Stadt noch schon mal boosten. Deshalb schicken wir schon mal den Handwerker hier nach oben. Der soll dann da schon mal roden. Wir können noch mal gucken, ob bei Mansa Musa, ob er uns inzwischen Eisen verkauft. Will er nicht. Auf gar keinen Fall will er uns Eisen geben. Ich weiß gar nicht, warum ich. Ich kann es verstehen, er hat Krieg. Insofern ist er da möglicherweise jetzt etwas sparsam. Hier können wir uns tatsächlich immer noch überlegen, ob wir die Stadt mal ein bisschen boosten wollen. Können sie zum Beispiel bestechen oder aufwiegeln. Mal gucken. Dass das hier vielleicht unser eigener Stadtstaat wird.
Und ansonsten heißt es weiter Bezirke puzzeln, Stadt aufbauen. So langsam hier mal gucken, ob wir hier mit den Mongolen die ersten Apostel in Märtyrerschaft rüberschicken können. Sie scheinen auch ganz gut Glauben, zumindest in der Bilanz zu haben. Ja, und dann natürlich werden wir auch diese Stadt hier gründen.